Wow. Gut, ihr lieben Mäkeleien. Ja, so ungefähr sieht mein Alltag aus, wenn ich versuche, diese Papierspulen als Polstermaterial für eure Pakete entsprechend abzuspulen. Und bevor mir das Ding auf dem Fuß oder auf dem Paket oder noch Schlimmeres fällt und noch Schlimmeres passiert, habe ich mir gedacht gehabt, da designe ich mir was. Ja, und da designe ich mir einfach mal was, was ich wirklich robust ist und was stabil ist und was das Ganze aushält, denn die Rollen hier wiegen 12,5 Kilo. Das heißt, so ein ganz stinknormaler Spulenhalter, wie man ihn auf Thingiverse findet, funktioniert da nicht ganz so doll. Also habe ich mir gedacht, okay, ich bastel mir halt so einen richtig schönen, fetten, breiten Spulenhalter, der auch ein bisschen was an Gewicht ab kann und auch von der Größe her entsprechend passt. Und das Ganze mache ich nicht einfach nur so in Fusion 360, sondern ich habe gedacht, ich mache ein bisschen Spaß dabei und challenge mich mal ein bisschen und mache das Ganze in 5 Minuten. Und bevor ihr jetzt denkt so, okay, 5 Minuten, ciao, ich bin ins Bett. Nein, ich habe auch gedacht am Anfang, okay, das ist doch alles gar nicht so schwer. Das kann doch nicht so schwer sein. Und was war? Pustekuchen. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, wenn ich so das ein oder andere Design. Und das, selbst die kleinsten Teile können echt Zeit konsumieren. Und ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich möchte für dieses Teil jetzt entsprechend weniger Zeit brauchen und möchte ein bisschen effektiver werden. Und deswegen challenge ich mich. Und ich challenge euch. Macht ein Design innerhalb von 5 Minuten. Postet es bei uns im Discord oder auf Thingiverse oder postet einen Link hier unten in die Kommentare rein. Was könnt ihr in 5 Minuten designen? Und ihr werdet überrascht sein, wie lange man für sowas braucht, wenn man es nicht drauf achtet vorher. Das ist echt, muss ich sagen, hat mich selbst überrascht. Und deswegen würde ich sagen, zappeln wir mal nicht lange rum. Wir gehen rüber an Fusion 360 und fangen an zu designen. Und wir verlieren auch keine Zeit. Ich habe ausgemessen, die Rollen haben einen Radius von 11,5 cm. Deswegen gehe ich jetzt hier hin und mache 13,5 cm in der Höhe. Und oben der Scheitelpunkt soll natürlich die Auflage für die Gewindestangen werden. Und als Aussparung aus der Spulenhalterung werde ich natürlich hier noch ein Rechteck, was ich mit dem Kreis, den ich gerade gezogen habe, verbinde. Und als nächstes habe ich mir überlegt, möchte ich, dass dieser Spulenhalter 130 mm breit ist. Ups, das hat nicht ganz geklappt. Also gehe ich jetzt hin und mache jetzt hier erstmal 75 mm und auf der anderen Seite auch 75 mm. Und ziehe von dort aus nach oben an die Kante entsprechend noch eine Verbindungslinie. Von der oben dann noch runter eine und dann habe ich erstmal mein Grunddreieck. Das ist schon mal soweit ganz gut. Als nächstes gehe ich hin und suche mir irgendeinen Punkt auf dieser Linie aus. Na, das klappt nicht ganz. Double Fusion nicht so richtig. Nochmal. Und ziehe mir jetzt erstmal eine gerade Linie darüber. Ganz einfach als Anhaltspunkt. Und von da aus suche ich mir jetzt auch nochmal einen Punkt, von wo aus ich nach oben gehe. Dann gleichmäßig rüber und wieder nach unten. Warum mache ich das? Jetzt habe ich nämlich genau auf beiden Seiten die gleichen Ansatzpunkte, um diese Schräge entsprechend einzubauen. Und dann lösche ich die Linien wieder, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Klar, man kann sie auch lassen, muss man nicht unbedingt löschen, aber ich mag es lieber ordentlich. Als nächstes gehe ich jetzt erstmal hin und löse erstmal entsprechend das überstehende Zeug, was ich nicht brauche. Blub, blub. Blub, blub, kriegt da schön ein paar Warnings raus entsprechend. Da oben kann man auch noch ein bisschen was machen. Da nicht, da auch nicht. Da kann man noch ein bisschen was machen, genau. Also jetzt haben wir da entsprechend natürlich die Linie brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir erst recht nicht. Und gehen mal ein bisschen runter. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das können wir dann richtig schön, dadurch, dass wir es gelöst haben, weglöschen. Und dann haben wir erstmal ein richtig schönes Basisdreieck und da gehe ich jetzt hin und mache ein Offset von, damit wir so einen richtig schönen, stabilen Rahmen bekommen. Wir müssen es aber nicht komplett vollflächig drucken, deswegen, ja, kommen so, na, 25, 26, nein, nicht nach außen, nach innen, bitte, genau, minus 26 mm. Das heißt also, der Rahmen ist 26 mm breit und da haben wir dann auch gleich unser erstes, quasi unseren ersten Spulenhalter. Und was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Aussparungen für die Gewindestange. Dafür ziehe ich mir jetzt auch nochmal eine Linie
Und von da aus nochmal eine Hilfslinie von unten. Die projiziere ich rüber entsprechend auf die andere Seite. Gehe nach unten. Na, das hat mal wieder nicht geklappt. Also nochmal neu. Ja, so. Nach unten und von unten. Da haben wir den Punkt, genau. Da nach oben. Perfekt. Und jetzt können wir von da aus gesehen entsprechend 8 mm, habe ich gesagt gehabt, möchte ich die Gewindestangen haben. 8 mm Durchmesser. Perfekt. So, als nächstes brauchen wir die Aussparungen für die Muttern. Und da nehme ich ein Polygon mit einem Innendurchmesser von 8 mm. Na, da wird er nicht ganz richtig. Da bin ich bei 8 mm, aber das passt von der Form nicht her. Nee. Da habe ich was verdrehmelt. Nee, das muss ich nachher nochmal ändern. Genau, und nochmal neues Polygon und das Ganze nochmal schön machen. Polygon von der Mitte, dann darüber ziehen. 8 mm hätte ich da gerne. Na, 8, jetzt, genau. So, so passt das alles. Andere auf der anderen Seite ist natürlich auch jetzt wieder weggekommen. So, das muss ich nochmal nachziehen. Und dann sind wir erstmal, wenn wir das extrudiert haben. Ja, so passt das. Okay, gut. Perfekt. Super. Einmal extrudieren bitte. Natürlich die Inlets da auch noch mitnehmen. Und dann gehen wir ein bisschen auf die Seite. Aktivieren die Skizze wieder, da und dann extrudieren wir das mal in diesen Körper rein, in das Objekt rein und da, fertig ist unser Objekt. Ja, und da ist das gute Teil. Ich halte es mal da in die Kamera, damit ihr es sehen könnt. Das ist das fertige Design Version 1. Ich sage deswegen Version 1. Wer genau hinguckt und das geschulte Auge hat schon gesehen, die Löcher sind unterschiedlich groß. Die habe ich natürlich im Nachgang nochmal entsprechend angepasst. Hat nicht lange gedauert, einfach nur zwei Werte entsprechend anpassen. Wir haben ja entsprechend die Polygone aus der Mitte entsprechend erzeugt, vom Mittelpunkt entsprechend erzeugt. Und ich habe einfach nur die Distanz zum Ring in der Mitte von 8 auf 7,5 und natürlich bei dem hier auch auf 7,5. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Wert war. Jedenfalls, es hat nicht gepasst, die Schrauben haben gar nicht reingepasst. Bei dem kleineren ging es noch ganz gut. Man sieht da, die passt rein. Blub. Na, stell scharf, komm, bitte. Jawohl, die passt rein, das geht. Fällt aber relativ leicht raus und beim Großen sieht es dann schon ein bisschen schlimmer aus. Da sieht man, da ist jede Menge Platz dazwischen. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal angepasst. Und habe den Radius noch mal ein bisschen angepasst. Habe das Ganze natürlich entsprechend hier oben noch mal ein bisschen abgefasst, damit es nicht ganz so spitz ist und ich mir hier nicht wehtue. Und rausgekommen ist dabei ein Prototyp, den ich auch schon sogar mit Gewindestangen entsprechend versorgt habe. Der sieht so aus. Ja, hier vorne passt es jetzt endlich. Hier kommen überall Schrauben rein, die muss ich noch ein bisschen befestigen und muss die Stangen noch kürzen. Aber es passt soweit, es nimmt langsam Formen an. Und wir testen mal gerade. Ich schiebe mal die Gewindestange durch. Und wenn ich noch das Ganze richtig treffen würde, legt es mal so da rein. Und wie ihr schon sehen könnt, das rollt richtig leicht. Das rollt richtig schön leicht. Ich bin begeistert, wie gut das von Werk ab rollt. Also muss ich echt mal... Macht Spaß. So kann die Arbeit vorangehen. Es werden jetzt noch ein paar kleinere Modifikationen kommen. Natürlich Version 2, 3, 4, 5. Ja. Es werden auch noch hier zwei Kegel entsprechend reinkommen mit Kugellagern, die dann hier reingehen und das Ganze noch ein bisschen in die Mitte reinhieven und das Ganze natürlich kugelgelagert abrollen lassen, was natürlich dann noch ein bisschen das Ganze sanfter macht. Und es wird vielleicht noch ein Abroller für vorne kommen, dass das halt das Papier dann über einen Abroller drüber läuft. Vielleicht auch noch so ein Trichter zum Knautschen, muss ich mal gucken, weil das soll natürlich hier zum Arbeiten dienen, das Ganze. Damit das Ganze sicher ist und dass man halt hier so eine Rolle schnell verpackt bekommt halt entsprechend und schön zusammengestülpt bekommt fürs Verpacken.
Dafür soll das Ganze dienen. Und ich würde sagen, für ein Design, was 5 Minuten gebraucht hat, ist es echt gut rausgekommen und ich bin echt happy darüber. Und wie gesagt, ich challenge euch. Postet mal in die Kommentare, welche Designs ihr in 5 Minuten designen könnt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makorama-Familie beitretet. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Happy Printing. Thank you.